Sehr schön. Wo ist der Zettel? Da ist der Zettel. Bienvenue à un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieser Sendung ist auf Altfranzösisch. Ich habe angefangen, mich mit diesem Buch zu beschäftigen, Guide de la musique sacrée et chorale profane. Hier heißt es et chorale profane, bei mir heißt es et de la chorale profane im altfranzösischen Titel. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das hier ist modernes Französisch. Der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch. Ich habe in der letzten Folge angefangen, nach Bachchorälen zu suchen, und zwar ungefähr genau hier im deutschen katholischen Choralbuch. Das ist die Version für Kantoren. Und ich habe nichts gefunden, obwohl ich eine ganze Zeit gesucht habe. Ach ja, die Sendung soll ungefähr eine Stunde dauern, deshalb stelle ich mir die Eieruhr hier auf 55 Minuten. Weiter geht die nicht. 56 Minuten. So, ich habe keine Lust weiter zu suchen, deshalb habe ich 21,50 Euro investiert. Und die sind angekommen, die 21,50 Euro, die ich investiert habe. Das Paket mache ich jetzt einfach mal auf. Es gibt von der Edition Breitkopf mit einer relativ frühen Nummer, nämlich 3765 Bach Choralgesänge. Das Buch kenne ich von früher. Die ist schon was älter. Man sieht es dem Druck auch an. Und meiner Meinung nach ist das die schönste Sammlung von Bachchorälen, die es gibt. Und sie kostet, wie gesagt, 21,50 Euro. Und wenn man sich überlegt, was so ein katholisches Orgelbuch hier kostet, hier Gotteslob Orgel, das sind fast 300 Euro. Würde ich sagen, das lohnt sich. Die sind hier ein bisschen moderner, die finde ich nicht ganz so schön. Da fehlen auch die Texte. Ist auch ein bisschen teurer. Also meine Empfehlung für Bachchoräle. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr nachzugucken. Ich weiß, dass es Bullen aus Rom gibt, also Papstbriefe, die fordern, dass sowas ins katholische Choralbuch kommt. Ich habe jetzt so schnell keine gefunden. Wäre das hier das Buch für 21,50 Euro? Kann auch sein, dass wenn ich in Guide de la musique sacrée, chorale profane, l'âge baroque 1600 à 1750 angekommen bin, dass ich hier draußen mal versuche, was vorzuspielen, zumindest zweistimmig. Ja.
ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Der Bachsatz ist zum Beispiel ziemlich bekannt. Dann stehen hier teilweise auch noch die wichtigen Instrumentalstimmen dabei. Hier zum Beispiel die Violine aus der Kantate 185. Das ist alles sehr schön hier. Da ist jede Menge schöne Musik drin. Und es ist wie meine Sammlung von Bach-Chorälen, die man für 21,50 Euro, und ich finde den Preis an der Stelle gut, weil es ist auch ein dickes Buch. Zu billig darf man das nicht abgeben. Sonst wird es kaputt gemacht. Und dafür ist es zu schade. Das ist hier alphabetisch geordnet, habe ich den Eindruck. Das ist zum Beispiel hier 233, der ist nicht so schwer, den könnte ich mal üben. Habe ich hier Platz für ein Zeichen, was ich mir... Ein Stück Papier. Und noch das hier. Das ist gut. Da habe ich auch was zu üben, das kann ich mal vorspielen hier. Wie gesagt, die gefallen mir nicht ganz so gut. Die sind auch anders geordnet. Hier ist der Bachsatz so wie schön leuchtet der Morgenstern. Vergleiche Nummer 86, vielleicht ist da auch einer. Den hat er mehrmals. Wie schön leuchtet der Morgenstern, hier ist ein anderer. Das ist auch ein sehr schöner Choral. Der ist in D-Dur. Wie gesagt, hier steht aber kein Text dabei, das ist aber kein Problem, an die Texte von den Chorälen ranzukommen.
So, jetzt weiter mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Also, Bachsätze habe ich jetzt genug, die werde ich im katholischen Choralbuch nicht mehr nachschlagen. Das ist eine Arbeit für die Lesben oben aus dem Kloster. Die können aufpassen, dass die Papstbullen umgesetzt werden. Das ist ein Kloster oben an der Kranhöhe in Solingen. So, das Buch heißt Guide de la musique sacre et chorale profane, l'âge baroque 1600 à 1750, sous la direction d'Edmond Lemaître, Fayard, les indispensables de la musique. Und der Verlag heißt auch Fayard. So, das ist das historische Buch zur geistlichen und weltlichen Musik. Es gibt zur und gesungenen weltlichen Musik, muss man dazu sagen. Es gibt auch eins von 1750 bis in die heutige Zeit. Das ist das hier. Weil mein Hobby Altfranzösisch ist, habe ich das erstmal an die Seite gelegt und arbeite mich in der Zeit rückwärts. Es gibt auch noch zwei andere Bücher aus dem gleichen Verlag. Da gibt es eins zur Renaissance-Musik und eins zum Mittelalter. Man arbeitet sich zurück, also ich mache das. So, bei den Büchern von Fayard hat der französische Staat einen Daumen drauf. Die werden auch nicht einfach so gemacht, sondern da gibt es auch immer einen Hinweis, wenn die gedruckt worden sind. Und der steht auf der letzten Seite und das muss man vorlesen, damit man weiß, von wann die Bücher sind. So. Achevé d'imprimer en janvier 2018. Also das Ding ist 2018 gedruckt worden im Januar 2. Also da ist der Drucker eingerichtet worden. Ich lese es einfach vor, was hier steht auf Französisch, das soll man so machen. Achevé d'imprimer en janvier 2018. Sur les presses numériques de l'imprimerie Mori SAS ZI des Andes 1200 Millio. So, das Ganze ist in Millio gedruckt worden. Damit habe ich dem Formalismus Genüge getan. So, dann gibt es hier unten noch, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, Depot Legal, wann das Buch genehmigt worden ist, Juillet 2008, 2008 ist das genehmigt worden und das Ding hat eine Nummer, also Geldscheine, und die ist L17-57398G. So, imprimé en France. So, ich habe lange kein modernes Französisch gesprochen. Und Altfranzösisch kann ich nicht sprechen. Es gibt hier einen Klappentext hier hinten auf dem Buch, den habe ich schon mal auf Französisch vorgelesen. Ich finde Französisch übersetzen sehr schwierig und ich habe dazu ein Altfranzösisch, ein einsprachiges Wörterbuch im Keller. Da sind auch altfranzösische Ausdrücke drin. Das ist der Larousse Dictionnaire. Ich weiß nicht genau, was vorne drauf steht. Ist bei mir blau-gelb. War mal eine Sonderausgabe. Habe ich mir gebraucht gekauft, war auch gar nicht so teuer. Wie gesagt, das liegt im Keller, das habe ich noch nicht rausgeholt. Ich will erstmal in Ruhe durchs Buch blättern und ein paar Mal hier hinten den Klappentext vorlesen, um reinzukommen. Viertelstunde ist eh schon um. Laut meiner Eieruhr fast. Ich lese den einfach mal vor. Ce guide de la musique sacrée et chorale profane prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical que s'est fixé pour tâche la collection les indispensables de la musique. Ein schwieriger Satz. Ce guide de la musique sacrée
Choral profan prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté à l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourront les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour. Das ist typisch französisch, wenn sowas so gesagt wird. Ich lese es auch nochmal vor. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourant les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour. Da das Ding über französische Pressen gegangen ist. Ich übersetze jetzt mal, was in meinen Ohren da drin steht. Beschäftige dich dein ganzes Leben damit, dann gefährdest du den Staat nicht. Und wahrscheinlich ist das auch so gemeint. Bücher sind auch ziemlich dick. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière. L'une des périodes les plus riches est celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette entreprise de redécouverte. So, ich lese den Absatz nochmal vor. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière. L'une des périodes les plus riches est celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution des nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là et c'est l'un des mérites de ces guides de participer à cette entreprise de redécouverte. Das ist hier französische Bescheidenheit, die zum Ausdruck kommt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. That's French understatement. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie, ombriquet, messe, vêpres, ombriquet terminé, les œuvres reposant sur des textes bibliques, ombriquet, psaume, ombriquet terminé, ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament, ou encore célébrant certains épisodes de la vie de la Vierge et des saints. Man erfährt hier auch was über das Leben der Vorgeborenen und der Heiligen. Na dann, es ist auch was für die Lesben im Kloster oben. An der Kranhöhe hier in Solingen. Il s'agit ici aussi bien d'ouvrages pour voix ou partie soliste, ombriquet, laissant des ténèbres, briquet terminé, que pour chœur, a cappella ou avec orchestre, ombriquet, messe, cantate, oratorio, motet, briquet terminé. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associées.
C'est ainsi qu'on trouvera dans ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach et celle de sa cantate du café du Messie aussi bien que de semeler des Händel. Jean-Sébastien Bach imbriqué dans chacun des 210 cantates fait l'objet des commentaires. Pour briquet terminé, Monteverdi, Händel, Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, Voisignon, avec quelques 100 autres compositeurs, parmi lesquels les Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'il soit catholique ou protestant, cet immense répertoire est ici présenté, commenté et analysé dans toute sa richesse et sa diversité. So, das ist der Klappentext hinten. So. Ich habe angefangen, das Buch zu blättern. Und es gibt auch noch einen Text. Das Zeichen hier weg. Ich wollte ja nicht ganz Bach, alles was hier von Bach drin steht, durchblättern. Lied de la musique sacrée, chorale profane, l'âge baroque, avant propos. Und Franzosen mögen sowas gerne. Die zitieren gerne. Und das Ganze beginnt hier mit einem Zitat. Und ich finde das Zitat schön an der Stelle. Avant propos, à tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'amour d'abord. Das ist von Schütz, Psalm Davids 16,19. A tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. Ich richte mich an alle, die von der Musik geküsst worden sind, initié, ergriffen worden sind, meine Grüße und meine Bewunderung sende ich vorab oder gibt es zuerst. Avant propos, ich fange mal an vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ich das durch das ganze Avant propos komme. Wie gesagt, das ist ein bisschen länger und ich habe lange kein Französisch mehr gesprochen. Ce nouveau guide explore un domaine incommensurable, celui de la musique sacrée et de la musique profane chorale. Sa conception reprend celle des précédents volumes de la collection. Il s'agit donc d'un guide d'écoute dont les informations éclaireront l'auditeur dilettante autant que l'étudiant ou le professionnel. Il se compulse comme un dictionnaire dont les noms d'auteurs forment les entrées. Pour chaque compositeur, une bibliographie, une analyse générale de son style et des commentaires sur ses ouvrages, ses succédants.
À la fin du volume, on trouvera une traduction de certains textes religieux latins, ceux qui tentèrent le plus les musiciens. Enfin, un glossaire complète cet ouvrage afin que le lecteur n'ait pas à interrompre sa lecture en consultant un autre livre. Enfin, un glossaire complète cet ouvrage afin que le lecteur n'ait pas à interrompre sa lecture en consultant un autre livre. Das heißt, man kann ruhig auch in anderen Büchern nachschlagen. Es gibt ein, hier gibt es ein Verzeichnis, ein Index, ein Verzeichnis der Komponisten. Und dann gibt es hier Messen. Das ist die Übersetzung. Requiem. Te Deum. Magnificat. Psalm. Glossaire. Da steht, was das alles so ist. Da könnte ich auch mal weitermachen. Das ist gut. Da mache ich mir mal ein Lesezeichen rein. Das ist was für die nächste Folge. Sehr schön. Manchmal macht das Sinn, wenn man vorne anfängt. Ich mache mal einfach weiter. Kann sein, dass ich mir gleich noch Wasser holen muss. So. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Hier liegt noch ein Buch. Das habe ich gebraucht, gekauft. Das habe ich auch in der aktuellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Kann ich das vom Tisch nehmen. Es gibt das The Oxford Book of Carols, das ist das Gesangbuch der anglikanischen Kirche, das ist eine alte Version. Da steht auch drin, was in so einer Version drin stehen muss. Das ist Dorothy E. Watkins. Punkt, 1955, Punkt, habe ich gebraucht gekauft. Hat einer auch schon was reingeschrieben. Da kommen auch immer Namen von Frauen vorne rein. Als Mann sollte man da nichts vorne reinschreiben. Ich soll immer in Walker Harrisons Men Club in Edinburgh gehen, damit da was reingeschrieben wird. Wie gesagt, ich habe die aktuelle Auflage auf dem Schreibtisch liegen. Das ist die, hier, da kann man sehen, wie das Buch heißt. Hier ist die Quittung. Keiner denkt, ich hätte das in der anglikanischen Kirche geklaut. Das ist die alte Version. Da stehen nur die englischen Texte drin. Das ist mein Hobby, ist ja Altfranzösisch, und der berühmteste Choral, zu dem es einen altfranzösischen Text gibt. Da gibt es auch ein modernes Stück zu, von dem Kinderficker-Komponisten George de Gershwin. Da gibt es einen altfranzösischen Text zu. Das ist Nummer 156, Summertime. Da gibt es, hier steht es auch, based on the French carol Une Vienne Crainte, Une Vienne Crainte, eine heilige Krippe. Vienne, alt, französisch für heilig und Crainte für Krippe. La Crainte, Une Vienne Crainte. Wie gesagt, es ist reines, rein altfranzösisch. With last part of the refrain from blablabla. So, hier steht der Text noch nicht drin in der neuen Ausgabe, die ich allen, die das Hobby Altfranzösisch ergreifen wollen, empfehle, ist ein schöner altfranzösischer Text drin. Und dann kann man mal sehen, wie altfranzösisch klingt. Und die Musik ist, wie gesagt, eine alte französische. Und der Choral Summertime 156 ist berühmt wegen des Stückes aus, ich glaube, das ist sogar aus Porgy and Bess.
Wenn man das hier sich anhört und dann weiß, wie das bei Porgy and Bess klingt, merkt man, wo der geklaut hat. So. Den werde ich sicherlich auch mal üben, diesen Choral Summertime. Da ist aber jetzt noch zu früh für. Das könnte gut Mittelaltermusik sein. So alt ist das schon. Das erkennt man da dran, wie sehr der in der Tonalität verhaftet ist. Wahrscheinlich war es auch erstmal nur zweistimmig. Der steht hier in B-Dur und der bleibt auch in B-Dur großartig. Kann ich mich auch mal an die Tischhupe setzen und das zeigen. Das war das. So. Viel zu tun, wenig Zeit, 25 Minuten. Und ich wollte weiter vorlesen. Das Avant-Propos. Musique profane chorale, das ist jetzt neues Französisch. Musique de la chorale profane wäre altfranzösisch. D'aucuns s'étonneront de voir accoler ce complément à l'intitulé principal pour l'époque qui nous occupe. Das ist 1600 bis 1750, La frontière entre le sacré et le profane n'est pas toujours bien définie. Ce flou provient de ce que les occupations spirituelles appartiennent à la vie de tous les jours. La symbiose plus ou moins bien équilibré entre les religieux et les séculiers concerne surtout les textes. Es geht jetzt hier um die weltliche Musik. Musique profane chorale heißt bei mir im Altfranzösischen de la chorale profane. Ich finde das Altfranzösisch an der Stelle schöner. Musicalement, cela ne se traduit pas réellement par une interaction. Dans la grande majorité des cas, c'est l'art musical sacré qui subit l'influence de l'art profane. Nombreuses sont les cantates religieuses qui empruntent à un concerto. Les motettes qui calquent leur récit sur des airs d'opéra sont légion. Certaines œuvres ne sont parfois même que des parodies d'œuvres séculières qui en général ressortissent au genre de la cantate et qui exploitent un chœur. Il nous est donc apparu impossible de laisser dans l'ombre des pages profanes qui préludaient ou présidaient à l'édification de monuments musicaux tels que l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Mais un autre argument plus convaincant penche en faveur d'une association de la musique sacrée et de la musique chorale profane. Quelques genres musicaux errant à la limite des deux domaines. Que dire de certains oratorios de Händel ou placer le genre de l'autre? Que faire des musiques nuptiales de celles qui commémoreront l'anniversaire d'un défunt?
Défunt, Défunt, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, wie man das ausspricht. Défunt, Défunt, d'un Défunt wahrscheinlich. El Palon d'Espérance, ich weiß nicht mehr, was das heißt. El Palon d'Espérance en Dieu, de foi cher, cher tienne, mais n'appartienne pas au genre liturgique, ni même paraliturgique. Fallait il l'aider, laisser pour autant. Il fut décidé de les inclure dans cet ouvrage et par extension de traiter les riquelles qui exploitent les cœurs, fussent-ils du genre. Genre Madrigal. Boah. Ich höre mal auf mit diesem Apropos. Avant-Propos ist mir gerade zu kompliziert. Ich verstehe gerade nichts. Mit den Anfang habe ich noch verstanden. Der Absatz ist damit auch zu Ende. Muss ich mich reinarbeiten? Wie gesagt, ich habe lange kein Französisch mehr gesprochen. Also. Ich war bei Bach, das ist ein relativ langer Abschnitt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch Bach-Notenbücher. Da steht sehr, sehr viel zu Bach. Nach Bach kommt Giovanni Battista Bassani, Né à Padoue. Da steht das genaue Geburtsdatum nicht hin, das ist 1657. Mort à Bergame am 1. Oktober 1716. Das war kein geplantes Leben, kann man hier von den. Der ist relativ wenig bekannt, ich kenne aber den dem Namen nach. Messa Primär, Messa Prima, Messa Secunda, Messa Terza, das sind, ja, die kennt man, wenn man mal Musik gemacht hat in der Kirche. Zumindest in Frankreich, da kennt die jeder. Die werden auch da regelmäßig aufgeführt, glaube ich. Die Besetzung ist auch immer ähnlich. Orazio Benevoli, in Rom geboren, in Rom gestorben, der ist 67 Jahre alt geworden, es kann ein geplantes Leben gewesen sein. Hier steht aber kein genaues Todes- und Geburtsdatum. Vielleicht war es am Anfang kein geplantes Leben und am Ende dann doch. Das Alter von 67 legt das nahe, und wer sich mit Kirchenmusik beschäftigen durfte und durchgefüttert worden ist, für den ist das Leben geplant worden. Das war damals so.
So, dann kommt Nicolas Bernier. Das ist ganz sicher ein geplantes Leben. Da kann man auch das genaue Todes- und Geburtsdatum feststellen. Das ist der 5.6. Juni 1665 in Mantes-la-Joly. Ich glaube, das ist in Spanien. Oder Mont-la-Joly. Für mich ist das in Spanien. Der ist dann in Paris gestorben. Einen Monat nach seinem Geburtstag. Das ist garantiert ein geplantes Leben. So, das sind immer so Sachen, die ich interessant finde. Jetzt sind da noch meistens Schwuchtel. Kirchenschwuchtel. Eunuchen, Kirchenschwuchtel. Davon gab es ein paar mehr. Der hat auch weltliche Musik gemacht. La musique profane, finde ich, Les Nus de Sco, die Nackten von Sco zum Beispiel. La cinquième livre des cantons de Bernier porte comme sous-titre Les Nus de Sco. Und jetzt, das wird interessant, das wäre so... jemand, wo ich mal nach Noten gucken würde, ob man Noten mit Liedtexten findet. Da ist dann Altfranzösisch dran zu sehen. Es sei denn, die haben die ein. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall ist. Mantes la Joly klingt für mich sehr, sehr spanisch. Ich kann gar nicht so genau wissen, wo das liegt. Gibt man bestimmt ein paar Alien mit Meeresfrüchten. Linuidesco, richtig. Das kann man auch mal eintragen. Bis jetzt habe ich ja nur hier das Choralbuch der anglikanischen Kirche mit den schönen altfranzösischen Texten. So kommt man da sicherlich auch an andere altfranzösische Liedtexte. So, die sind relativ langweilig, aber da immer der gleiche. Und dann Heinrich Ignaz Franz von Bieber, in Böhmen in Wartenberg geboren, in Salzburg gestorben, 60 Jahre später wahrscheinlich ein geplantes Kirchenschwuchterleben. Und ja, ist. Für mich klingt das wie Marschmusik. Hier die Kantate der drei Könige ist relativ bekannt. Dann gibt es hier das Requiem in Fis-Moll. Auch relativ bekannt. Dann gibt es Esprit Joseph Antoine Blanchard, 26. Februar in Pern oder Pernes. Nee, Pern ist schon französisch. Der ist in Versailles gestorben. Der ist über 70 Jahre, 74 Jahre alt geworden. Habe ich bestimmt daneben benommen.
Das ist aber das genaue, der, das genaue Geburts- und Todesdatum bekannt. Das heißt, der hat sich ganz, ganz sicher daneben genommen. Das ist damals kein Kompliment gewesen. So viel weiß ich schon zum Altfranzösischen, wenn das bekannt gewesen ist, und zu dem, was die katholische Kirche gemacht hat. Dann Jean Blow in New York, in Nottingham geboren. Jean Blow, ganz sicher eine Schwuchtel. So, Geburts- und Todesdatum sind auch auf den Tag bekannt. In Nottingham, in New York geboren und in London gestorben. 23. Februar 1649 bis 1. Oktober 1708, was auch immer das für eine kirchliche Bedeutung hat. Wahrscheinlich hat er sich auch daneben genommen. Ist auch ein bisschen, was ist das? 51 plus 18, 59 ist zu kurz das Leben für einen Kirchenmusiker. Der hat auch weltliche Musik gemacht, ist aber wahrscheinlich auf Englisch, will ich nicht. Georg Böhm, in Hohenkirchen, geboren 1661 in Lüneburg, gestorben. Und das ist auch ein geplantes Leben. 1661, Geburtsjahr 1733, gestorben. Das passt auch. Ja, das Alter passt auch. Die Daten sind bekannt. Ja. Wenn man gnädig war, hat man das Geburts- und das Todesdatum verschwinden lassen. Und 1661 kann man mal hinschreiben und 1733, da kommt dann die 3-3 am Ende, und 3 und 3 ist eine Zahl weniger als die 7. Wie gesagt, Kirchenschwuchtel stehen auf sowas. Georg Böhm, Motette, Völker danket Gott, nun danket alle Gott, heilige, oder heilige Kantaten, ach Herr, komm hinab und hilf deinem Sohne. Schwuler geht's schon nicht mehr. Das Himmelreich ist gleich einem Könige. Noch schwuler. Jauchzet Gott alle Land, noch schwuler. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Noch viel schwuler. Und nun kommt der Heidenheiland, ist normal, es ist Luther. Aber es geht ziemlich schwullos bei dem, bei der Schuchtel Georg Böhm. Dann gibt es Le Cantique, kann ich ja mal gerade vorlesen, damit man weiß, wie schwul der Typ war. Erstens, lass uns Jesus leiden sehen. Zweitens, dein Kreuz, o Jesu Christ. Drittens, das des Kreuzes Brand macht unbekannt. Viertens, das beste Sehen ist Jesum schauen. Wir gucken uns einen Mann an. Fünftens, mein Jesus geht ins Totengrab. Sechstens, den letzten Dienst dem Heiland tu und sieh dem Begräbnis zu. Siebtens, Christ ist erstanden. Achtens, du siegest Jesu doch nicht, dir die Beute kriegen wir. Du siegest Jesu doch nicht, dir die Beute kriegen wir. Neuntens, dein Tempelopfer Jesus Christ, die Reinigung uns Sündern ist. Deshalb ist Herr Georg Böhm auch so bekannt, gerade unter Schulis. Neuntens, dein Tempelopfer Jesus Christ, die Reinigung uns Sünder ist. Zehntens, du rufst mich zu dir und kommest her zu mir.
sehr, sehr schwul. Elftens, die Trostes Brünnlein kamen ins Weibes Samen. Zu gut Deutsch, man kann Frauen auch in die Muschi pissen, anstatt die zu begatten. 12. Weg, Leidensrott, uns tröstet Gott. 13. Zehntens, wohl mit Engeln hier umgeben. 14. Durch Sündenschuld betrübt, in Christi Blut geliegt. In Christi Blut geliegt. Ich habe mal gelernt, dass das ein Code ist für Analverkehr, bis dass es blutet. 15. Lieb Brot, Lieb und Brot, auch Blut und Wein im Abendmahl vereinigt sein. 16. Geduldig bleiben kann Leid vertreiben. 17. Für Feinde, Plag und Spott flieh ich zu Gott. 18. Das träge Fleisch ans Kreuz nicht will. Sehr, sehr schwul. 19. Der Tag zur Nacht und ich auf Gottlob gedacht. Noch schwuler. 20. Gottes Wacht bringt gute Nacht. Boah, aua. Das passt zu dem blutigen Nahverkehr davor. 21. des müden Leibs und Sinne denken ist, sich ins Bett und Gott einsenken, noch mehr Analverkehr. 22. Stirb ab der Welt, eh als du stirbst, sieh zu. 23. Der Menschen Ruhe im Grabe, Gott. 24. Ich will das nicht mehr kommentieren. Die Freud in Jesu Christ, der Himmelsfreuden Vorschmack, von einem Mann aufgeschrieben. Die Freud in Jesu Christ, der Himmelsfreuden Vorschmack. Der Typ war so dermaßen schwul, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist garantiert auch nicht alles auf seinen schwulen Gedanken gut gewachsen. So. Und dann gibt es hier, eigentlich müsste ich knallrot sein. Joseph Baudin de Boismantier in Thionville, geboren in Roissy-en-Brie, gestorben. Geburts- und Todesdatum sind bekannt. Er hat zum Beispiel hier Les Quatre Saisons, die vier Jahreszeiten geschrieben. Gibt es nicht nur von Vivaldi. Antoine Maria Bononcini, Giovanni Battista Bononcini, Italiener, Italiener, Italiener. Und dann gibt es hier einen Gillon Bosignac. Ist in Frankreich relativ bekannt, bei uns kennt man ihn kaum, also hier in Deutschland. In der Languedoc, en Saint-Nazaire-d'Aude, geboren gegen 1587 und nach 1643 gestorben, der hat sich sicherlich nicht daneben genommen. Wenn sowas so gemacht wird, dann ist es eine Wertschätzung der Kirche gewesen, dann haben die Dokumente aufgefressen und sich dessen gutes Leben einverleibt und die Sünde ausgeschissen. Wenn man Papier frisst oder Pergament, dann stinkt das. Titel sagen mir auch alle was.
D-Dialog zum Beispiel. O Flamma Divini Amores, tota pulchra es, Alleluia, Deus dixit, cantate Domino, tucis es, alles ganz berühmte Kirchentexte. Dann gibt es hier Lesen Sacre, Dom Silentium. Der war, vielleicht sind ihm auch andere Sachen zugeschlagen worden, aber der war ziemlich fleißig. Wahrscheinlich haben die das deshalb auch so gemacht. Les Chansons Polyphoniques, das ist ganz klar dann mal Rockmusik. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit William Boyce. Der ist 68 Jahre alt geworden und geboren und gestorben in London. Die Zeit ist um. Tschüss.